Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Hermann. Ich darf Sie heute Abend begrüßen zu einer Sendung, wo ich mir Gäste eingeladen habe, die etwas ganz Besonderes hier in der Region präsentieren, nämlich Bibellesungen. Bibellesungen, was hat es damit auf sich? Das sollen meine Gäste sagen. Zu meiner Linken habe ich den Wallfahrtsrektor Pater Albert Seul. Ist so richtig? Ja, genau, ja. So ist es. Ja. Und zu meiner rechten Seite, das ist der Mike Winter. Du bist Tierfotograf, das genau. Soll man so erwähnen. Aber warum bist du heute in der Sendung? Weil du auch an den Bibellesungen teilgenommen hast. Du hast also auch mal deine Lieblingsgeschichte vorgetragen. So ist es. Ja. Dann haben wir den Geschäftsführer der Eifel Kulturtage, Rainer Aukischler, den meisten bekannt, sicherlich durch als Schauspieler, aber den Leuten hier in der Region natürlich als Geschäftsführer von den Eifel Kulturtagen seit 10 Jahren, ist richtig? 12 Jahre. Oh, schlecht recherchiert. Schlecht recherchiert. Ja, gut, fangen wir bei Ihnen an. Bibellesungen. Sie sind Geistlicher in Klausen in der Wallfahrtskirche. Was kann man sich darunter vorstellen oder was ist die Geschichte? Wie kommt man dazu, dass man sagt, wir machen Bibellesungen? Ja, man könnte sagen, das ist ja normal in der Kirche, das zu tun. Da wird ja die Bibel gelesen, aber unsere Idee war jetzt, nicht Profis die Bibel mal lesen zu lassen. Also ich gehöre ja zu den Anführungsstrichen Profis. Sollte man meinen. Ja. Sollte man meinen, weil wenn man meinen Verein so sieht, oder ist das nicht immer sehr profihaft, was da abläuft, aber das ist ein anderes Thema. Egal, aber auf jeden Fall, wir haben gesagt, wir wollen auch mal die Nicht-Profis, die sogenannten Laien, mal die Bibel lesen lassen. Und die Idee ist jetzt nicht nur die frommen Kirchgänger das tun zu lassen, sondern, also in Kooperation mit den Altkulturtagen, haben wir uns überlegt, eben auch ja, Menschen einzuladen, dies zu tun, die nicht unbedingt zur Kirche gehören oder Kirchgänger sind, sondern das Feld ist sehr breit. Wenn Sie sagen, nicht Kirchgänger, aber dennoch gläubige Menschen, Christen, die irgendeinen Bezug zur Bibel haben, weil ich kann ja nicht hingehen und sagen, okay, ich trage jetzt mal irgendwas von der Bibel vor, habe aber gar keinen Bezug dazu. Also ich würde mal sagen, die haben vielleicht einen Bezug zum Text, aber nicht unbedingt zur Institution. Also ja, wir haben jetzt uns ein bisschen auf den Text, also das Buch der Bücher, die Bibel, 64 Bücher darin, in dem einen Buch. Darauf haben wir uns fixiert und sagen wir mal, die Menschen, die da lesen, ja, die haben einen Bezug zu dem Text. Das ist ihre Lieblingsgeschichte aus der Bibel. Ja, aber die haben nicht unbedingt einen Bezug zur Institution katholischen Kirche. Mike Winter, du hast, wir kennen uns, von daher, du zu uns, also ja, also okay. Mike, du hast schon mal deine Lieblingsgeschichte, ist es eigentlich der richtige Begriff, Lieblingsgeschichte, in der Wallfahrtskirche vorgetragen? Ja. Ja. Wobei jetzt, es ist natürlich schwierig, so eine Stelle als Lieblingsstelle sich rauszusuchen, aber letztlich, man muss sich ja auf einen Text konzentrieren. Bei mir war das die Stelle gewesen, wo Moses auf den Berg Sinai hochgestiegen ist, um die 10 Gebote abzuholen. Jetzt sagtest du mir im Vorgespräch, du bist eigentlich jetzt jemand, der Kirche jetzt nicht so nahe steht wie manch regelmäßiger Kirchgänger. Ja. Wie kommt es dann dazu, oder wie kann man sich dann vorstellen, dass du trotzdem dann aber sagst, ich habe hier eine Lieblingsgeschichte? Die Bibel ist letztlich, wie schon anmoderiert, das Buch der Bücher. Und ich finde es eigentlich schon sehr spannend und man sollte sich auch damit beschäftigen, auch gerade wenn man nicht unbedingt daran glaubt. Aber letztlich die Bibel ist das Buch, worauf unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Sei es jetzt, ob es die 10 Gebote sind oder halt eben das Gebot der Nächstenliebe. Egal, wo auch immer gesellschaftliches Zusammenleben organisiert wird, man beruft sich doch eigentlich immer auf diese christlichen Grundwerte, die in der Bibel geschaffen wurden. Und an denen kommt man nicht vorbei, egal ob man jetzt gottesgläubig ist oder nicht. Gut. Ja, prima. Wie kamst du denn jetzt in den Eifelkulturtagen? Bist du jetzt auf die zugegangen und hast gesagt, hast das gelesen? Oh ja, dann melde ich mich auch. Ja. Wobei da, glaube ich, da hat er mich gefragt gehabt, weil er mich auch kennt und weiß, dass ich der Sache jetzt vielleicht anders gegenüberstehe, und gefragt, ob ich nicht Interesse hätte. Dann habe ich direkt ja gesagt. Und ich fand einfach auch das Format sehr spannend. Eben gerade Laien
die Bibel vorlesen zu lassen, das auch außerhalb von einem Kontext von einem Gottesdienst stattfinden zu lassen, sodass eben auch Leute wie ich die Möglichkeit haben, einfach mal ihre Bibelstelle vorzulesen und mit anderen Leuten darüber ins Gespräch zu kommen. Normalerweise findet das ja auch nicht so statt. Ja. Rainer Laupichler, du bist ja Geschäftsführer der Eifel Kulturtage. Du steuerst die ganze Geschichte, ist das richtig? Und von wem stammt denn die Idee? Also in aller Bescheidenheit. Sie müssen es sagen. Sie müssen es sagen. Wir können es nicht zurückhalten. Ja. Ich habe die Idee an den Pater Albert herangetragen und er war natürlich davon auch sofort begeistert. Erst hatten wir auch nur uns so ein bisschen beschränkt auf das Alte Testament und dann war es dann doch so, dass wir das erweitert haben auf das Neue und Alte. Weil dieses Neue Testament, ich bin jetzt auch nicht so bibelfest, aber das Alte Testament verbindet ja auch, ist ja die Wurzel des jüdischen Glaubens und auch des christlichen Glaubens und das Neue Testament ist dann tatsächlich die Bibel des Christen. Ist das richtig? Gut. Genau. Was dabei interessant ist, also die Grundidee war eigentlich die, es heißt, ganz korrekt heißt es, Bürger lesen ihre Lieblingsgeschichte aus dem Alten und Neuen Testament. Aber die Veranstaltung selbst ist nicht darauf reduziert, dass einfach nur gelesen wird und dann gehen alle wieder nach Hause. Sondern das eigentlich wirklich Spannende, finde ich, ist der Umstand, dass da Menschen kommen, die sind Agnostiker, die sind Deisten, Atheisten. Also wir hatten auch eine christliche Fundamentalistin da oder wir hatten sogar Protestanten, die eher schon fast einen Sektencharakter haben. Aber was hochinteressant ist wie Menschen ihre Haltung, wie die auch immer sein mag, in diese Geschichte reinlegen und zwar auch atmosphärisch. So ist dann auch der weitere Verlauf des anschließenden Gespräches. Und da würde ich sagen, da wird der Pater mir bestimmt zustimmen, das ist einfach optimal. Also da beginnt immer eine tolle Geschichte, kommt da in Gang, sei das jetzt bei die Frau Schawan da, dann wird das sehr politisch, dann bei so einer christlichen Fundamentalistin hat das natürlich ein andere Couleur. Aber wesentlich ist dabei, mich persönlich interessiert dann auch wirklich diese anschließende Diskussion, dieser rege Austausch. Das geht ungefähr 70 Minuten, alles zusammen. Es kann auch jemand kommen, beispielsweise, wenn sich jemand melden wollte, der kann auch nur einen einzigen Satz sagen. Also es ist nicht zwingend so, dass er 20 Minuten lesen muss. Haben wir jetzt ja öfter schon mal gehabt. Also die Frau Schawan hatte ja zum Beispiel nur, es war glaube ich schon immer ein Kapitel. Genau. Das war das Kürzeste, was wir hatten. Wir werden demnächst ja mal ein Psalm, ich glaube Psalm 91, das ist auch nicht sehr lang. Also wir haben auch schon mal Leute gehabt, die drei Kapitel gelesen haben. Also im Blog ein ganzes Buch, das Buch Tobit, das sehr kurz ist, da haben wir das ganze Buch mal gehört. Also es ist wirklich total unterschiedlich. Wenn ich das jetzt so höre, dass da anschließend eine Diskussion entsteht, wie sieht das aus? Castet ihr vorher Leute, ob die jetzt geeignet sind, eine entsprechende Passage vorzulesen, also, dass eine Diskussion nachher entsteht? Oder? Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass nicht der falsche Eindruck entsteht. Also es geht jetzt nicht darum, sozusagen der Diskutant ist nicht unbedingt, oder der Hauptdiskussions Partner in Anführungsstrichen ist jetzt nicht der Leser, sondern an sich ist die Idee, also wir haben auch schon mal Leser gehabt, die haben nur ihre Geschichte vorgelesen und die Diskussion hat sich unabhängig von dem Leser entwickelt. Also es ist wichtig, den Impuls, genau, es ist wichtig, das ist auch wichtig, weil manchen Menschen macht das Angst, weil die sagen ja, wir eben genauso, wie sie das jetzt gesagt haben, die kriegen dann also, sagen, da kreuzen sich dann die Fußnägel und Hilfe, wir müssen jetzt, wir können das nicht, wir sind nicht so bibelfest oder darum geht es ja auch nicht, sondern es geht darum, dass aus dem Kreis der Zuhörer sozusagen ja, ein Impuls, meistens der Laupichler oder ich, wir beginnen sozusagen mit dem ersten Aufschlag in Anführungsstrichen, wie beim Tennis und dann entwickelt sich meistens aus diesem ersten Aufschlag heraus, also es gibt immer die klassische Frage an den Leser, warum haben Sie diese oder warum hast du diese Geschichte ausgewählt? So, und das ist dann manchmal vielleicht das Einzige, was er oder sie sagt. Und dann entwickelt sich aus dem heraus ein Gespräch. Also man weiß, also wenn man jetzt dorthin geht als Besucher, weiß man jetzt nicht, was kommt auf einen zu. Und ihr doch. Ja, was kommt auf einen zu? Aber man weiß nicht, wie entwickelt sich das jetzt. Nein. Ja, also das hat einen Impuls, das hat also es wird über es ist eine Passage aus der Bibel und
Wie sich nachher die Diskussion entwickelt, ist völlig offen. Mike, wie war es bei dir? Wie hast du das empfunden? Weil du hast ja gesagt, du hättest mal vorgelesen. Hat sich nachher auch eine Diskussion ergeben? Ja. Ja? Hattest du dir im Vorfeld gedacht, genauso entwickelt sich das Gespräch? Oder ist es so, treu dem Motto, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt? Es kam anders als gedacht, aber ich habe mich insofern natürlich über die eigentliche Lesung hinaus so vorbereitet, dass ich mir auch Fragen überlegt hatte, um die Diskussion ein Stück weit natürlich in Gang zu bringen. Da ging es bei mir zum Beispiel einfach darum, wenn man auf eines dieser 10 Gebote verzichten müsste, wenn man sagen würde, okay, man hat nur 9 Stück zur Verfügung, auf welches könnte man verzichten? Und allein mit dieser Fragestellung wurde es dann schon interessant, wo auch direkt halt eben die Diskussion in die Richtung ging, wie wertig sind diese einzelnen Gebote untereinander, wo man dann auch gesehen hat, dass eben für die einen war es besonders wichtig, Vater und Mutter zu ehren, die anderen fanden das jetzt als selbstverständlich und das war dann im Grunde schon, und dadurch hat sich dann so eine Eigendynamik auch entwickelt und schwuppsiwupps waren dann die 70, 90 Minuten um gewesen. Als Ideengeber, Mitveranstalter dieser Sache, wenn du selber als Gast dabei bist, du hast ja auch selber schon gelesen, ja, gehst du bereichert raus? Also wenn du da bist. Also vorweg nur nochmal, um das ein bisschen zu klären, das ist ja so. Der vorliest, der hat das nicht mit dem Vorzeichen zu tun, jetzt eine Paradeleistung abzuliefern, sondern es gibt Menschen, die machen das ganz leise, es gibt Menschen, die machen das ganz dezent, manche machen das auch mit viel Werf. Wir hatten einen Religionslehrer, der ist da mit roten Backen reingegangen in die Geschichte. Und es ist klar, sagen wir mal so, wenn ich das jetzt lese, ist das bestimmt anders, als wenn das irgendeine ältere Dame macht, die nie vor Menschen spricht. Natürlich. Und so ist das halt. Ja, ja. Aber wesentlich ist hierbei der Grundgedanke, jeder soll es so machen, wie er das für richtig hält. Und da ist kein Ranking, da ist kein Qualitätssiegel wird da vergeben. Also das ist eigentlich das Schöne. Und wie wir stellen fest, es gibt einen bestimmten Pool an Menschen, die kommen wirklich fast regelmäßig und ergänzt wird das häufig dann durch Leute, die lesen, die bringen Menschen mit oder es kommen andere hinzu. Ne? Also das ist, und wir versuchen das auch, da haben wir uns auch relativ schnell abgesprochen, eine Möglichkeit, egal wer kommt, dass das wirklich klein bleibt und nicht hier großer Bahnhof. Ne? Ja, also, ja, ja, ja. Das wird dann nicht groß hier mit einem riesen Artikel, ne, sondern wir möchten eigentlich diesen privaten, intimen Charakter, den wollen wir gerne haben. Und es ist auch ein Unterschied, was der Mike sagt, ist so, er hat da als Beispiel halt, wenn ich das jetzt sagen sollte, jetzt mal, er ist jetzt jemand, der hat viele Steilvorlagen eigentlich geliefert und die Anwesenden sind nicht im Detail so stark drauf eingegangen. Also er hat zum Beispiel was ganz Privates erzählt, dass er auf diesem Berg Sinai war, ne, und dass das für ihn ein ganz bestimmtes Erlebnis war, aber es gab keine Rückfragen. Man hätte ja auch mal sagen können, historischer Ort, wie war das, löst das bei dir aus? Sowas kann es dann auch geben, obwohl die Diskussion sehr rege war. Aber auf seinen Angebot ist man jetzt nicht so sehr eingegangen. Das kann halt passieren. Hätte man aber können erwarten, wenn er auf der Tafel vorbereitet gewesen wäre. Ja. Aber es war, also das ist halt so, ich glaube, die Hörer, die wählen sich natürlich ihre Themen auch aus. Also es gibt manche, das ist so, ne? In diesem Fall war es das Vater-Mutter-Thema. Ist das Thema vorher bekannt? Also, ja, also es gibt auch manche Leute, die kommen, es kommen auch manche Leute, hatten wir ja auch einmal, glaube ich, das war wie eine Lesung ausgefallen, da wurde was geswitcht oder so, da sagte dann ein Gast, ja, ich bin aber extra jetzt mal gekommen, um dieses Buch zu hören oder diesen Abschnitt zu hören, damit darüber etwas zu hören, darüber zu sprechen. Oh, schade, dass das jetzt nicht möglich ist. Ja. Also es gibt auch wirklich, also das wird ja immer veröffentlicht auf unseren diversen Medien und da steht immer... Zum Beispiel? Ganz gut. Also ja, Homepage, seine Homepage, also genau. Von der Kirche, unsere Eifel Kulturtage TV. Nur mit der Zuschauer jetzt mal Frische Volksfreund, das da steht, also wir bemühen uns. Das wird auch jedes Mal, jede Woche wird das annonciert. Im Fahrbrief natürlich, klassisches Medium, ein Kirche, Wallfahrtsbrot heißt das. Okay. Oder auf dem Balkon. Ja, genau. Oder noch ein anderes Beispiel, nur um das mal plastisch zu machen, was passieren kann. Das fand ich zum Beispiel eine wirklich gute Variante, wovon ich gar nichts wusste. Also meine Frau, die hat sich mit dem Thema der verlorene Sohn beschäftigt. Wir hatten das Thema schon mal mit dem Bürgerbeauftragten Dieter Burgert und sein Schwerpunkt war dann Gerechtigkeit.
Das kann man ja so lesen. Das ist ja sehr legitim. Ne? Ja. Aber meine Frau, ich wusste das nicht, die hat dann etwas gemacht, das fand ich eine tolle Sache. Sie hat sich hingestellt und hat sich einfach, hat niedergeschrieben, was in der Geschichte nicht angegeben ist, was der Sohn gerne zu dem Vater gesagt hätte und was der Vater gerne zu dem Sohn gesagt hätte. Weil die kommen ja aufeinander und da ist die große Versöhnung. Mhm. Aber es gibt ja Gründe, warum jemand weggegangen ist. Was macht das mit dem Menschen, wenn jemand die Familie verlässt? Also, ja, und dann hat die sich einfach hingesetzt und hat das geschrieben. Und das war deshalb, auf einmal kriegte die Geschichte eine komplett andere Wendung für uns alle Beteiligten. Und ich meine, sowas passiert dann auch. Oder dass Leute dann ganz persönlich werden und sagen, ja, ich habe dann zum Beispiel jemanden verloren und ich kann das nicht nachvollziehen, dieses jetzt dieses Christliche in dem in der Geschichte. Alles ist möglich. Solange niemand haut, sind wir absolut. Darfst du da ein selbst komponiertes Lied singen? Aber auch schon. Auch schon. Also jemand hat es ein Lied. Jetzt wollte ich gerade mal, habt ihr auch, was waren denn so Besonderheiten jetzt? Ich will jetzt von den Highlights sprechen, weil also Besonderheiten hat da. Also wir hatten, also für mich, das war für mich so eine große Besonderheit, dass jemand da hingekommen ist und gesagt hat, also ich habe jetzt passend zu dem Thema mir ein Lied gedichtet, ein Text gedichtet zu einem Schlagermusik und selber das auch noch, gleich auf der Ukulele hat die Leserin das dann noch begleitet. Wir haben Leute, die bringen Dekoration mit, die bauen dann quasi deine Deko auf, gibt es auch mal. Also es gibt, das sind so die zwei Sachen, die mir jetzt erstmal so ins Auge fallen an Besonderheiten. Also ich finde immer dann besonders, wenn es persönlich wird. Mhm. Also diese ganze Kosmetik drumherum, die interessiert mich zum Beispiel überhaupt nicht. Also ich finde es immer schön, wenn man so ins Gespräch kommt, ne? Wenn man merkt, also es fällt auch auf, es gibt so ein, es gibt so etwas wie so ein kollektives Grundgefühl, was irgendwie seltenst richtig angezapft wird. Also zum Beispiel jetzt, wenn man politisch redet, was immer wieder als Thema ist, ist zum Beispiel das Thema Populismus, was immer wieder mit reinkommt. Also weil das ja auch jetzt mal, wenn man jetzt mal so im christlichen Sinne, ist es ja die Versöhnung, der Zusammenhalt, die Liebe, das Miteinander steht ja im Vordergrund. Und man kann ja schon sagen, bei den Populisten ist es eher das Separieren, das Schwarz-Weiß-Malen, eine schnelle Rezeptur, aber vor allen Dingen Kälte, Ausgrenzung. Und das kommt immer wieder. Und wenn dann Menschen da sind, die jetzt sehr oder religiös sind, die müssen gar nicht sehr religiös sein, dann fällt denen das in einem ganz starken Maße auf. Das wird auch immer wieder dann ausgedrückt und kommuniziert. Das sind so Momente, jetzt nicht speziell oder, Populismus. Oder eben so Momente, da fällt mir auch an, die Sie eben auch erwähnt hatten. Zwar manchmal entsteht auch, es steht nicht immer, Momente, wo auch Leute das Vertrauen haben, etwas sehr Persönliches zu sagen. Ich erinnere mich eben an diese Lesung von ihrer Frau, vom verlorenen Sohn, wo dann jemand sagt, eben mit, ich habe ein Kind verloren. Ja. Und das, was dann gesagt wird, ist zum Beispiel ein Satz, der mir geholfen hat, dass ich dann im Grunde weiterleben konnte. Mhm. Und das wer das erlebt hat, ein sehr persönlicher Moment. Ja. Und das gibt es auch nicht immer. Es gibt manchmal auch Lesungen, klar, es gibt solche und solche Lesungen. Ich glaube auch, der Leser selber bringt ein Stück Atmosphäre mit, das haben wir immer gesagt. Also Sie haben das ja immer gesagt, die Betriebstemperatur sozusagen wird sozusagen von der Leserin, vom Leser, also was heißt vorgegeben, aber das ist eben... Ist, ja. Also je nachdem, wenn einer, zum Beispiel nur der Religionslehrer, das kann ja im Vorfeld, ist der Gedanke mir nicht so fremd, das kann ja aber ganz schön trocken werden. Ja. Also das ist ja klischeebesetztes Denken, das ist ja Teil meiner Existenz. Ne? Und der kam da rein, so gut gelaunt, und der hat dann mit einem Speed, hat der das dann so vorgelesen und war hellauf begeistert von sich und von dieser Geschichte. Und dadurch hat er natürlich das stark beeinflusst. Wenn natürlich Menschen ganz stark zurückgenommen sind, dann sind wir beide manchmal auch ein bisschen am Kurbeln. Mhm. Ich sage es ja immer gerne, ne? Wir sind so ein bisschen das Duo Infernale. Ne? Wir sind das. Also wir geben dann auch Stoff. Ja. Also wenn wir merken, das hängt jetzt wie eine Glocke, ja, dann geben, und da finde ich,
Also da sind wir ein gutes Team, also weil wir immer so, also er ist natürlich dann die Abteilung weltoffene Kirche und ich bin dann so ein bisschen die Abteilung Skeptiker und nochmal nachfragen, nochmal bohren und das ist eigentlich, finde ich, wir beide immer in einer schönen Ergänzung. Das hat sich auch sehr gut ergeben, das war, ich meine, das muss auch sagen, das Konzept ist auch, also hat sich ja also so also evolviert, das ist so herausgekommen, also als wir angefangen haben, haben wir auch direkt gesagt, wir wissen jetzt noch nicht, also wir wussten natürlich ein Text, ein Leser, was immer mit dem Text dann und mit dem Leser sozusagen passiert, das wussten wir am Anfang dieser Reihe nicht, sondern das Format, so wie es sich jetzt ist, hat sich im Laufe der ersten Lesungen auch herausgebildet. So, dass, also das, weil wir am Anfang ja, glaube ich, alle nicht so wussten, die ursprüngliche Idee war, es war anders, aber war halt wie ein Ei. Wie lange macht es denn? Wann haben wir da angefangen? Also jetzt am Sonntag kommt der 25. Leser bereits. Ja. Also, was ganz jetzt kommt, dann müssen wir das Datum nennen, weil ja. Wenn wir das jetzt machen. Ja, also ich muss noch ganz kurz einfügen, weil das ist nicht ganz unwichtig, das ist viel, glaube ich, noch nicht. Man muss sich vorstellen, ich glaube, am 14. April 2018 begann diese Reihe und die wird jeden Sonntag immer um 18 Uhr ein ganzes Jahr lang stattfinden. Also selbst wenn niemand käme, würde der Betreffende... Wir haben es bei der Fußball-WM, also wir hatten ja das Glück in Anführungsstrichen, einmal bei einem Qualifikationsspiel, bei einem Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft, das fiel auch in die zweite Halbzeit, ich glaube Deutschland gegen Mexiko war das verheerende Spiel, haben wir trotzdem, also wir beide haben dann sozusagen bei uns im Pfarrhaus Aufzeichnung geguckt, also wir haben die erste Halbzeit vor der Lesung geguckt und es kam tatsächlich, es kamen vier Leute noch. Ja. Und wir haben dann aber, was ich sagen will, es geht, also jetzt mal übergeordnet, geht es ein bisschen um das Miteinander und es geht natürlich auch um diesen rein meditativen Charakter, also ohne das zu überstrapazieren. Also meditativ meine ich jetzt mal im Sinne von, dass man zusammen in so eine Art Flow kommt. Und es ist tatsächlich so, ich meine, ich komme ja immer aus Manderscheid. Ne, das sind ja doch hin und zurück 70 Kilometer. Ja. Ne, und ich war zweimal nicht da, das konnte ich beruflich nicht, aber 23 Mal. Und ich kann sagen, natürlich, wenn ich dann abends und Sonntag denke, oh nee, jetzt mal Klaus. Aber trotzdem sitze ich im Auto und dann denke ich jedes Mal, das war eine wunderschöne Sache. Gott sei Dank bin ich hingefahren. Das war das, was ich am Anfang gemeint habe. Also du kommst Bereitschaft nach Hause. Auf jeden Fall. Bereitschaft nach Hause. Ja. Wie war es für dich? Nachdem du dann selber aktiv warst, bist du nach Hause gefahren, dachte, das war ja schon klasse. Ich fand das toll, ja. Einfach halt eben, dass man auch mal einen Grund hat mit anderen Leuten, dass, man geht ja normalerweise nicht zu irgendwelchen Leuten hin und sagt, hey, lass uns mal über die Bibel reden. Also, da kommt man ein bisschen vor, sag mal, irgendwo an der Tür klingelt. Kannst du mal versuchen. Ja, also, ich habe den Vorteil eben, dass ich eine Kollegin bei mir im Büro habe, die auch recht bibelfest ist, also dass ich da schon einen schönen Austausch auch habe. Ja. Aber normal ist das natürlich nicht gerade. Und das finde ich eben das Spannende, dass hier ein Format geschaffen wurde, wo man als ganz normaler Bürger mit anderen Bürgern über die Bibel ins Gespräch kommen kann, ohne dass das gleich sozusagen einen religiösen Charakter bekommt, also in dem Sinne religiös oder einen missionarischen Charakter bekommt. Und gleichzeitig, dass man aber mit dem Pater Säuser eben wirklich noch einen Experten da sitzen hat, der auch sozusagen seinen Sachverstand dazu beisteuern kann, der halt eben natürlich auch entsprechende Expertise hat, Hintergründe zu erläutern und das auch auf eine sehr, wirklich, also muss ich es als Agnostiker sagen, eine sehr erfrischende und sympathische Art und Weise macht, wo ich sage, ja, also wenn ich zukünftig mal irgendwie noch mein Bedürfnis habe, geistigen Beistand zu holen, würde ich ihn anrufen und er wäre auf jeden Fall derjenige, den ich dann... Ich glaube nicht, dass er mich missionieren kann, also dafür bin ich sozusagen in meinem Unglauben zugefestigt, aber nichtsdestotrotz, man sollte immer im Gespräch bleiben, auch mit Leuten, die anderer Meinung sind, und das finde ich das Spannende. Gut. Okay, ich denke, für die Zuschauer war das jetzt mal interessant, so einen kleinen Überblick bekommen zu haben über eure Bibellesung, die ihr da anbietet im Rahmen der Eifel Kulturtage. Da komme ich vielleicht nochmal gezielt jetzt auf die Eifel Kulturtage. Du bist ja der Geschäftsführer. Jetzt haben wir ja heute Schwerpunktthema die Bibellesung. Aber trotzdem sei dir die Möglichkeit gegeben, etwas
ganz kurz zu umreißen, die Eifelkulturtage. Versuch's mal in 2 bis 20 Sätzen, ja, kurz und knapp und knackig. Okay. Und es steht noch ein Highlight, das Finale bevor. Genau. Das würde mich jetzt interessieren, die Zuschauer mit Sicherheit auch. Los geht's. Also, die Eifelkulturtage, ich habe die gegründet 2007. In diesem Jahr jährt sich das 12. Jahr. Ne, und wir, das ist eine alljährlich stattfindende Veranstaltungsreihe, die wird gefördert, zum Beispiel vom Land durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz. Unsere Förderer, unsere Sponsoren, hätten wir den nicht, sähe das ganz mau aus, weil Kultur lässt sich schwer finanzieren. Also wir spielen immer die Gage ein, aber das Ganze drumherum muss bezahlt werden. Da bin ich immer sehr froh, dass wir unsere Sponsoren haben. Also die Grundidee ist eigentlich die, und die ist auch ganz knackig, dass wir immer 2, 3 VIPs haben für die Außendarstellung. Ich persönlich favorisiere aber immer das Restprogramm, weil diese VIPs können unter Umständen, bisher waren 190 Künstler da, 3 waren super anstrengend, aber 187 eben nicht. Ja. Also es ist, wie gesagt, es gibt immer so ein paar faule Eier dazwischen, dann wird es auch ziemlich mürbe, die ganze Atmosphäre, aber an sich ist es immer ganz toll, die Leute kommen, jeder muss ein bisschen anders behandelt werden von den Künstlern, aber das fällt uns ganz leicht. Wir sind ein Team, sehr ambitioniert, und die Grundidee, um den Gedanken nochmal aufzugreifen. Ah, Dankeschön. Ja, gar nicht. Wir helfen gerne weiter. Ja, dafür ist der offene Kanal, der ist der Moderator da. Wir können aber auch, wenn er irgendwie mal hängen können, habe ich was sagen. Ja, wir helfen. Genau, aber ich wollte dir eine Chance geben. Ja, Dankeschön. Jetzt fange ich mal wieder an mit Voice. Ja, gut. Voice, kurz ja. Ja, natürlich. Gut, ne? Die kennst du ja, ne? beim Banken, ne? Banking, Online-Banking, ja. Da musst du immer eine bestimmte Zeit, tust du nichts, meldet er sich selbst ab. Ah, okay. Machst du aber einfach nur einen Cursor einmal so, hast du wieder 12 Minuten. Guck mal. Das war die Grundidee bei mir. Ah, klar. Nein, also, pass auf, aber es ist so. Aber das wirklich finde ich, ich dachte, das ist eine tolle Idee, die ist einzigartig, aber stelle dann fest, in Norddeutschland gibt es die dann schon ein paar Mal. Aber die Grundidee ist eigentlich die, dass wir mit unserem Programm in die Dörfer gehen. Also wir haben dann zum Beispiel wie in Ahrenrath, da sind 250 Einwohner, wir sind jetzt nächstes Jahr in Demerath oder wir sind in Greimerath, das sind ja alles Kleinstgemeinden. Mhm. Und da kommen wir dann mit hochwertigen Künstlern, und die Grundidee dabei ist natürlich neben der reinen Präsentation, dass zum Beispiel wir den Bürgersaal umsonst kriegen. Dafür kann im Gegenzug dann die Gemeinde, die können dann die Bewirtung stellen und können zu 100% den Erlös behalten. Mhm. Also wir wollen da nicht beteiligt werden. Wir kommen aber vor allen Dingen für den Künstler auf, für das Ganze drumherum, ob das GEMA ist, Künstlersozialkasse, die Fahrtkosten und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn man das Wort strapazieren darf, eine klassische Win-Win-Situation. Und bis jetzt, letztes Jahr hatten wir eine Auslastung von 92%. Also das gibt uns recht, das ist ganz schön. Und was mir persönlich ganz wichtig ist, das ist so diese private Atmosphäre. Mhm. Ich lege ganz viel Wert darauf, dass das jetzt nicht irgendwie so hierarchisch strukturiert ist, sondern dass wir dann ein ganz lockeres Verhältnis miteinander haben. Mittlerweile haben wir so viele auch Dauergäste, und ich merke, von Jahr zu Jahr wird das immer familiärer. Mhm. Und das finde ich, das wird uns auch bestimmt unser Dauergast, die Frau Rentsch, kann uns das auch bestätigen. Ich werfe einen ganz bescheidenen Blick in diese Richtung. Die Dame hinter der Kamera. Ja, Ingeborg Schulze ist also Abonnentin. Aber achso, das ist ein falscher Name. Ist egal. Genau, macht aber nichts. Ja. Aber ich kenne sie sozusagen, sie ist mir so vertraut. Auch ja. Also ich war ja auch schon einige Male Gast. Deswegen war sie irritiert. Sie kommt ein bisschen, ja. Ich war auch einige Male Gast gewesen bei diesen Veranstaltungen, und da ist mir auch immer aufgefallen, wie viele Leute dich persönlich begrüßen, wo ihr darüber sprecht oder die letzte Veranstaltung reflektiert. Ja, also wirklich Menschen, die nicht sagen, ach, da ist ja das Programm, da gucke ich noch mal an, das ist interessant, sondern die sagen, es sind die Eifelkulturtage, die schaue ich mir an, weil die haben grundsätzlich, ja, also eben gesagt, man kann mal Pech haben, aber grundsätzlich immer ein gutes Programm. Und teilweise buchen die Leute blind, weil sie einfach dir vertrauen und wissen, das ist ein guter Künstler. Ja, teilweise sind auch bekannt, Camilla de Feo, die war ja schon so oft bei dir drin und kommt immer wieder und jedes Mal ausverkauftes Haus. Ja. Nee, was ich damit sagen will, ist eben einfach, du hast
über die Jahre hin viele, viele Menschen persönlich kennengelernt, weil sie immer wieder zu den Veranstaltungen kommen. Das finde ich, das spricht ja für die Veranstaltung und für diese intime Situation. Also es ist so, dass ich wirklich am Anfang mir das gewünscht habe. Mhm. Dass man so irgendwann sagt, also jetzt überziehe ich ein bisschen, aber dass man sagt, das sind unsere Eifelkulturtage. Also dass man das nicht nur betrachtet als, bin ich jetzt da und mache das Programm, das steht dann irgendwie losgelöst, sondern dass die Menschen sagen, nee, das ist ein Teil von unserer Region und da gehen wir auch gerne hin, wir identifizieren uns damit. Ne, und der Mike hier neben mir, der ist jetzt, der macht ja auch die Fotos bei uns, kann man auch auf der Homepage sehen. Der bei der Veranstaltung nicht ist, der kann über unsere Homepage auch zum Beispiel sich einen Eindruck verschaffen über das, was da an dem Abend war. Und also ich kann also davon darf man nicht falsch verstehen. Ich habe ihn vorgestellt als Tierfotograf. Das hat jetzt nichts damit zu tun, nee, dass er jetzt auch bei dir auf der Veranstaltung die Fotos macht. Tiere-Sensation. Ja, gut. Das nur mal so zum Verständnis. Also jetzt, um das noch abzuschließen. Ja. Das ist jetzt das 12. Jahr, die Planung ist ja schon lange zu Ende. 1.12. beginnt wieder der Vorverkauf für 2019 und es steht noch eine einzige Veranstaltung aus, das ist eine Varieté-Dinner-Show, die ist einmalig in der Region. Erzähl mal was davon, was ist das? Okay, also, ich habe jetzt keine Ahnung, ich weiß jetzt nichts, du hast mir nichts davon erzählt. Ich bin jetzt ganz Varieté-Dinner-Show. Zwei Sachen sind da drin. Das eine ist das Dinner und das andere ist Varieté. Es wird also Folgendes passieren. Die Menschen, die Gäste, die da kommen, die kriegen erstmal ein Aperitif zum Weichspülen. Dann öffnen sich der Saal. Sie gehen an ihren Platz und dort erwartet sie sofort eine kalte Vorspeise. Das geht also ganz schnell. So, und innerhalb dieser einzelnen Gänge gibt es immer einen Show-Anteil, ein Act, wie man so neudeutsch sagt. Und ich finde, kommen ganz tolle Künstler. Alle Künstler treten auch im Wintergarten in Berlin auf. Also es sind nicht irgendwelche Leute, die kosten auch richtig Geld. Ne? Ja. Also es ist nicht so, dass wir da irgendwie so nur aus Kostengründen da, sondern das ist schon Bundesliga, was da aufläuft. Ne? Und den Abend wird moderieren eine Dame, Daphne Deluxe, die kommt nächstes Jahr mit dem Soloprogramm, aber sie passt auch schön in dieses ganze Paket. Sie ist ungefähr 1,78 Meter, 79 groß und hat schätzungsweise so 100 Kilogramm. Sie ist eine barocke Dame. Sie macht das wunderbar. Sie wird den ganzen Abend dann entsprechend dann auch so moderieren, dass wir alle sehr zufrieden sein werden. Ne? Und der Koch ist Sascha Servati. Ich habe das alle Probe gegessen. Der Mike war auch dabei und wir waren wirklich super begeistert. Also das Essen ist phänomenal und dabei möchte ich ganz wirklich darauf hinweisen, das Essen und die Produkte sind wirklich, und wenn ich sage Region, dann meine ich die unmittelbare Region, nicht regional und dann kommt das in Stuttgart von der Autobahn. Wir reden hier wirklich von Metzger, das Vieh, vielleicht nicht das Vieh, aber den Bauern. Und darauf legt der Sascha Servati auch sehr viel Wert. Was ich schön finde, ist, es gibt eine Menüauswahl. Das gibt es einmal Geflügel, einmal Rind, einmal vegetarisch. Natürlich muss das alles über Vorbestellung laufen. Der kann unmöglich da jetzt alles dann für 150, 200 Leute dann kochen. Aber das ist klar. Das ist natürlich alles da. Aber wenn er weiß, was ist, dann ist das auch dann auf den Punkt da. Ne? Ja. Das Ganze dauert 4 Stunden, findet in Hetzerath statt. Und wir werden da richtig den Dick machen. Ne? Also Datum 21.10.2018. Und in diesem Zusammenhang, aber ohne Essen, wird es dann 2019 als Auftaktveranstaltung im April eine Burleske geben. Und eine Burleske zeichnet sich dadurch aus, dass die Männer freiwillig kommen. Ach, ja. So ist das. Bei Kulturveranstaltungen würde ich sagen, der Frauenanteil ist hoch und viele Männer kommen mit. Ne? Okay. Also damit sie dann ausfrieden, ne? Dann kommen sie mal mit. Ja. Und bei einer Burleske, wenn die Damen leicht betucht über die Bühne tanzen, ne? Da dürfte eventuell der Mann sagen, also komm, das ist eine klasse Sache, da komme ich so. Aufsichtsperson mit, ja. Ja. Okay. Da ändern sich die Rollen. Wo ist die auf der Veranstaltung? In Hetzerath. In Hetzerath. Aber wie gesagt, Varieté Dinner Show ist wirklich eine tolle Sache. Gibt es hier, ich wüsste nicht wo, man müsste schon bis Mannheim fahren, ins Palazzo. Ne? Aber das ist hier wirklich das wird eine große Nummer und auch eine schöne Sache. Und wenn man mal seine Frau mal oder die Frau den Mann oder wie auch immer, dann sollte man das unbedingt tun. Und der Partner soll eigentlich auch zur Burleske.
Oder ist er ja nicht gesagt? Die Frage wird erstmal sein, ob er Varieté Dinner Show. Nee, da kann ich nicht. Da bin ich leider unterwegs. Leider. Das würde ich natürlich sehr gerne kommen. Ganz elegant. Man muss nämlich auch noch sagen, dass die Idee zur Bibellesung auf einer Veranstaltung der Eifelkulturtage geboren wurde. War ein Gespräch. Aber genau, ich bin vorbeigegangen. Genau. Ich weiß nicht, was ich stand, habe ich gesagt, halt es davon. Genau. Wenn Sie machen, so lange einfach in die Bibel ein Jahr. Genau. So ist es. In Mainz ist das. Hat er geguckt? Und dann war es geschehen. Nee, noch nicht. Nee. Er hat so mal geguckt, so. Ich habe es richtig wie sich gesehen und dann habe ich das nochmal aufgegriffen. Genau, genau. Ratter. Weil da kam bei ihm nichts und bei dem Tobias Marenberg. Und dann habe ich gedacht, das wäre wirklich eine schöne Sache. Also so. Mhm. Vor allen Dingen mal eine Veranstaltungsreihe über ein Jahr, immer am gleichen Tag. Wobei wir uns dann später noch im kleinen Kreis bei McDonalds nicht mehr mit ihm, aber darf nicht sagen, mit einem also Fastfood-Restaurant. Ich wollte gerade sagen, ja, immer die ganzen Fastfood-Restaurant. Ja, also er hätte auch bei dem anderen das sein können. Das zum Thema Hochwertigkeit. Genau. Genau, regionale Küche, genau. Da ist ein Jack, wenig Fleisch. Da haben wir nämlich über dann noch die ganzen Modelle durch, wie das sein könnte. Das ist jetzt doch nochmal anders geworden, als wir damals waren. Also und ganz kurz, was wichtig ist in der Gruppe, wenn wir da alle so zusammenkommen, es hat sich jetzt so ein bisschen stabilisiert, 15 bis 20 Leute, also genau so viel, dass keiner Depressionen kriegen muss. Und darüber hinaus aber auch so klein, dass immer noch ein privates Gespräch möglich ist. Alter. Ja, bitte. Es schauen mit Sicherheit viele Menschen, ganz, ganz viele Menschen zu. Wir haben eingeschaltet und sind jetzt immer noch dabei. Den hast du jetzt im Mund wässrig geredet und hast erzählt, wann das ist. Weitere Informationen, wie komme ich jetzt da dran? Also ganz einfach ist Folgendes. Weil der sich interessiert, ne, also zum Beispiel entweder für die Variety Dinner Show oder auch genauso für diese Bibellesung. Das kriegt man alles, also die Bibellesung ist auf seiner Homepage, also von der Kirche, Wallfahrtskirche, Klausen oder Eifelkulturtage. Natürlich Varieté Dinner Show wird da explizit beschrieben. Da kann man sich genau die Informationen holen, auch den Preis und die Tickets herkriegt. Und es wird auch immer darauf hingewiesen in der Tageszeitung, in der Presse, dass das jetzt laufen wird und wer liest und was gelesen wird. Also das ist die Information darüber zu kriegen, dürfte nicht so schwierig sein. Ich kann jedem nur ins Herz legen. Keine Scheu, weil er meint, er kann das nicht. Das steht nicht im Vordergrund. Also er kann auch zum Beispiel, was ich mir auch mal wünschen würde, das passiert manchmal, dass zum Beispiel die Julie Williams, die kam, sie bezeichnet sich selbst als Agnostikerin und sagt, ich habe mit der Kirche nichts zu tun, ich bin Amerikanerin, aber ich finde die Geschichte interessant und die hat die Geschichte dann eben aus der Sicht eines Nichtgläubigen gelesen und das Verrückte ist, das hat 100% funktioniert. Wir haben da alle gesessen. Mit einer der schwierigsten Texte, also er hat sich jetzt keine Geschichte, sondern einen Römerbrief, weil das, also was ein Theologe ist, eine richtige Theologie. Paulus ist ja wirklich nicht so, genau, nicht so leicht. Also wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben also einer unserer Stammgäste, der immer kommt, ich nenne es keinen Namen, der ist immer sehr stumm, aber er kann sehr gut Orgel spielen und er überlegt sich also jetzt schon seit Wochen, wie er eine musikalische Bibellesung macht. Wow, toll. Also da ist entweder dran, das soll vielleicht der Abschluss werden, dass wir sozusagen eine musikalische Bibellesung machen. Also, das, also nicht nur das ein Stück, sondern wirklich mal komplett irgendwie die Bibel auch als Musik. Ich komme auch mal mit meiner Bibel. Nee, sag mal, wirklich, also wir würden uns wirklich freuen. Na, also sag mal, bis Dezember ist sozusagen alles durchgetaktet. Da gibt es noch einen Termin im Dezember. Am 24. Nee, am 30. Also, der 30. ist noch ganz bald. Gut. Also, ja. Ne, aber dann gibt es natürlich von Januar bis April nochmal. Und abgeschlossen wird das dann dadurch, dass wir dann alle einladen wollen. Ein großes Fest. Warum? Und die können dann alle natürlich jemanden mitbringen. Und dass man das dann sozusagen dann abschließt. Gut, können wir nachher mal drüber sprechen. Marcel. Liebe Gäste, Rainer, Mike, Herr Pater Soll, vielen Dank, dass ihr gekommen seid, dass ihr unsere Zuschauer über euer tolles Angebot informiert habt. Hoffentlich ist es dir auch gelungen, den Leuten den Mund ein bisschen wässrig zu machen zu dieser Abschlussveranstaltung. Ja, dass vielleicht der eine oder andere genau deswegen, weil er heute Abend hier zugeschaut hat, vom Anfang bis zum Ende, auch bei Komfort bei dir ist. Na, selbstverständlich. Ja. Und dass du vielleicht den einen oder anderen Zuschauer dann auch persönlich kennenlernst.
Vielen Dank für euer Kommen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in irgendeiner Form wiedersehen. Wir haben schon im Vorfeld darüber gesprochen, was wir noch alles so machen könnten. Die Eifel Kulturtage, das Programm steht ab 1. Dezember. Dann werden wir nochmal uns hier auf jeden Fall zusammensetzen und darüber berichten, was auf die Interessierten der Eifel Kulturtage zukommt. Und wir versuchen dann Leute, die noch nicht interessiert sind, zu Interessenten zu machen. Ja, die werden umgeswitcht. Ja, schauen wir mal. Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich recht herzlich für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie haben hier einige Informationen mitnehmen können. Und die beiden, oder auch wenn der Mike dann selber noch da ist, kann Sie begrüßen in der Wallfahrtskirche in Klausen. Dankeschön und tschüss.